Ja, hallo, mal wieder liebe Freunde der Mathematik und liebe Schüler. Es geht heute um die sogenannten Kombinationen. Und zwar betrachten wir zuerst die Kombination ohne Wiederholung. Erstmal ganz allgemein zu der Kombinatorik bzw. zu den Kombinationen. Da gehen wir von Folgendem aus. Die aus k Elementen bestehenden Komplexionen, eine Komplexion ist eine Zusammenstellung, die sich aus n Elementen ohne Berücksichtigung der Anordnung innerhalb der Zusammenstellungen bilden lassen, bezeichnet man als Kombination von n Elementen zur k-ten Klasse. Das muss wirklich deutlich unterschieden werden zur sogenannten Variation. Also hier nochmal, Zusammenstellungen bilden lassen, bezeichnet man als Kombination von Elementen zur k-ten Klasse und da galt ohne Berücksichtigung der Anordnung. So. Betrachten wir die Kombination ohne Wiederholung. Und zwar nehmen wir mal die Elemente a, b, c und d und wir betrachten diese Kombination zu den verschiedenen Klassen. Ich bilde die Elemente zur ersten Klasse und da haben wir einfach nur a, b, c und d. Das heißt also, man kürzt das jetzt so ab, c steht für Kombination. Der Index 4 von 4 Elementen und oben 1 eingeklammert heißt zur ersten Klasse, das ergibt 4. Wenn ich die Kombination zur zweiten Klasse bilde, dann kann ich A mit B kombinieren, B mit C und C mit D. A nochmal mit C, A mit D und das B mit D. Weiter gibt es keine. Das heißt, die Kombination von 4 Elementen zur zweiten Klasse wäre 6. Es ist zum Beispiel wichtig, dass wir sehen, dass AB und BA bzw. AC und CA zwar zwei verschiedene Variationen sind, aber ein und dieselbe Kombination. Betrachten wir nun die Kombination zur dritten Klasse, dann muss ich wieder die von der zweiten Klasse nehmen und kann dann noch mit den fehlenden Elementen arbeiten, also ABC, dann ABD, ACD und BCD. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, 4, dann haben wir die Kombination von 4 Elementen zur dritten Klasse, ist 4. Und last but not least, die Kombination zur vierten Klasse sind nur die Elemente selbst, oder ist das, Entschuldigung, das ganze Element zusammen, A, B, C, D, sodass die Kombination von 4 Elementen zur vierten Klasse nur aus den Elementen selbst besteht, also 1 ist. Geht man nun von n Elementen aus, so ergibt sich folgende Anzahl von Kombinationen ohne Wiederholung. Jetzt gehen wir mal mit der Kamera hier her. Es ist die Kombination von n Elementen zur k-ten Klasse, das soll ein k sein, gleich dem Quotienten aus. Im Zähler steht die Variation von n Elementen zur k-ten Klasse durch die Permutation von k-Elementen. Das kann ich auch anders schreiben. Kombination von n-Elementen zur k-ten Klasse wäre n mal mit dem Vorgänger n-1, dann mal n-2. Das geht bis n-k+1 durch k-Fakultät. Das war die Permutation. So, diesen Ausdruck kann ich nun wieder schreiben als n-Fakultät durch k-Fakultät mal n-k-Fakultät. Und das, Jungs,
ist dann der Ausdruck n über k. N über k, das ist ein Binomialkoeffizient. Und zu beachten wäre dabei nur, dass k kleiner gleich n sein kann. Das ist also die allgemeine Formel, wenn man so will. Hier kann ich nochmal hinschreiben. C von n Elementen zur k-ten Klasse wäre also gleich dem Binomialkoeffizienten. Das ist die Kombination ohne Wiederholung. Sehr gut.